Immer wieder steht in der Nähe von Holthusen ein Mann im Wald und spielt Posaune. Wir sind der Geschichte auf den Grund gegangen. Ein Männlein steht im Walde, nicht still und stumm, sondern mit einer Posaune. Und ein Männlein ist Thorsten Lempke auch nicht. Thorsten Lempke ist aber auch nicht immer Thorsten Lempke, wenn er im Wald steht, sondern hin und wieder auch Horst im Forst. Die Idee zu der Kunstfigur kam dem 57-jährigen Musiker während der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie, das war ein Schlag in mein Berufsleben, weil fortan war Pumpe, sage ich mal so, da war Schluss, zumindest mit Proben, mit Auftritten. Wir hatten keine Möglichkeit mehr zu spielen und das war eine schwere Zeit. Man weiß ja auch nicht, wann es vorbei ist mit solch einer Pandemie. Und so muss man sich als Musiker halt fit halten, indem ich erstmal zu Hause war und geübt habe. Und nun ging es allerdings hier im Haus, ist das halt nicht immer so einfach, weil ja auch meine Frau im Homeoffice immer noch ist, nebenbei gesagt. Und dann ist das schwierig. Posaune ist einfach mal eins der lautesten Instrumente. Und wenn man da ordentlich übt, das weiß auch meine Nachbarin sehr gut zu schätzen, ist das schon ein bisschen schwierig. Und da habe ich halt einen Weg gesucht und bin, als es nicht mehr so kalt war, in den Wald gegangen und habe einfach dort meine Übung gemacht. Der Horst im Forst ist eine völlig erfundene Figur, allerdings irgendwo schon ein bisschen aus meiner Musikergestalt heraus, weil ich halt, der Horst übt auch im Wald. Allerdings, wenn man im Wald ist, hat man auch Gedanken im Kopf. Man fängt an, wenn man eine Pause hat, über dies und das nachzudenken. Und irgendwann lief mir tatsächlich ein Hase über den Weg. Und der kam wieder, der hat sich unter den Hochstand gesetzt. Ich habe ihn manchmal gesehen, kann nicht genau sagen, ob es der gleiche war, habe seine Augenfarbe nicht erkannt oder irgendwelche Farbgestaltung im Fell. Aber er war halt immer da und da habe ich ein Hasengedicht geschrieben, welches heißt Hasenglück. Daraus ist wieder das nächste entstanden, die Schreiberei halt. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, wenn du dich über deine Gedanken mit dem Hasen unterhältst, dann kann er ja die Fragen stellen und der Horst im Forst, der antwortet einfach. So waren die Anfänge. Morgenhase, dieser Rapsduft in der Nase. Ja, ich kann ihn auch gut riechen. Aber leider nur ins Feld reinkriechen, um zu sehen, was dir geboten, sind zu kurz die Hasenpfoten. So ist es eben auf der Welt. Es ist schön, wo man dich hingestellt. Du musst es mit dem Herzen sehen, um das alles zu verstehen. Und dann kam mir die Idee, die Geschichten auch aufzunehmen. Und so bin ich hier in Holthusen in ein Tonstudio gegangen. Mit unserer Kollegin, meiner Kollegin Katrin Lievre, eine Sängerin aus Hamburg. Und wir beide haben uns dann mit viel Spaß und Freude an die Geschichten herangewagt und haben die aufgenommen. Sie hat halt ihre Stimme verstellt und die Hasenstimme gemacht. Und das ist ein Prozess, der da stattfindet. Ich habe damals, als wir das aufgenommen haben, überhaupt nicht daran gedacht, da irgendwann mal eine Kamera noch davor zu stellen. Also ich zäume das Ding quasi wirklich von hinten auf. Das würde jeder, glaube ich, anders machen. Man würde erst irgendwie das Drehbuch schreiben und sowas und Text oder und dann aber gleich alles aufnehmen. Ich synchronisiere mich ja quasi selber am Ende noch einmal nach. Und das ist schon ja, auch sehr spannend. Der Spagat zwischen seinem Projekt Horst im Forst und seinem Hauptjob als Posaunist im Orchester wird derzeit aber immer größer. Noch will der passionierte Künstler nicht aufhören. Zu viele Ideen und Geschichten gibt es noch, aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem Horst im Forst in Rente gehen wird. Also ich werde immer der Musiker Thorsten Lempke bleiben. Der Horst im Forst ist einfach nur eine Figur, die ich... Es kann nur online funktionieren, weil es ist auch schwierig live auf der Bühne. Nee. Ich bleib der Musiker und mach meine
Orchesterarbeit und meine Programme, die ich sonst so habe. Und damit habe ich auch Erfolg und großen Spaß.